So, jetzt haben wir 30 Minuten nach Spielschluss. Wir haben den Daniel Bacher, den Neuzugang aus Dietersheim. Daniel. Ja. Letztes Spiel in Allensee, 5:2 gewonnen. Mhm. Hurra, sehr gute Leistung. Sehr gut. Heute frage ich dich mal ganz einfach, bevor ich sage, dass die anderen besser waren, wie hast du es gesehen? Muss ich Ihnen zustimmen, die anderen waren besser. Bei uns hat heute das Kämpferische gefehlt, die Einstellung, das war alles... Bisschen lauter? Ich gesagt, die Einstellung hat einfach gefehlt heute. Heute waren wir nicht da, von Anfang an hat man gleich gesehen, die waren aggressiver, die wollten es mehr. Und im Endeffekt, wie Sie schon gesagt haben, wir hatten es verdient. Also man merkt, dass die Mannschaft auch Rottgau letztes Jahr schon fast aufgestiegen wäre. Die Erfahrung, die merkt man. Wie ihr in Allensee in den jungen Spielen, der... Genau war das so auch. Du siehst, dass sie die kennen die Liga, die spielen schon lange zusammen. Du hast genau gesehen. Wie auch schon gesagt, die wollten es einfach. Das war, die hatten viel mehr Lust drauf. Heute war einfach die Einstellung nicht da. Das war, ändert aber nichts an eure weiteren Zielsetzungen untereinander. Sowas hakt auch jeder ab oder fängt auch in der Kabine jemand an. Hätte man nichts. Sag mir gleich ab, jeder kennt seine Fehler, jeder weiß, was er gemacht hat. Wir gucken uns das Video auch gerne nochmal an, damit wir daraus lernen können. Und nächste Woche geht's weiter. Abhaken und wieder drauf, voll drauf los. Wie war die Ansprache vom Trainer jetzt nach dem Spiel? Die Ansprache vom Trainer? Nach dem Spiel jetzt in der Kabine? Der hat gesagt, dass wir anderen, der hat auch gesagt, die anderen waren besser, aber der Kopf hoch, Jungs, weiter geht's. Was? Also nicht hier, dass wir die Kabine zerlegt oder was? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Die Aufregung, das war ein bisschen scheiße, auch mit den Linienrichtern, den Schiedsrichtern. Gut, das sagt jeder, ne? Die eine, das, genau. Das war völlig unnötig, aber gut, man muss das auch hat einfach... Hat Zeit gekostet und hat einen direkt angepfiffen, nicht mal nachspielen lassen. Völlig unnötig, ne? Das ist eigentlich schade, ne? Weil im Grunde genommen war die Leistung vom Schiedsrichter gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, die Chancen bei uns waren relativ wenig. Am Anfang hatten wir mal 1-2 und danach... Daniel, du bist jetzt zu Steinheim gekommen, warst in Dietersheim. Genau. Der Unterschied jetzt, ist es ein Unterschied, ohne dass man jetzt sagt, die einen sind besser, die anderen schlechter. Ist das eine andere Trainer und drumherum? Ist es anders hier als in Dietersheim? Inwiefern meinen Sie das? Die ganze Struktur, dann das spielt die Mannschaft an sich. Also die Mannschaft an sich auf jeden Fall, du hast erfahrene Leute drin. Bei Dietersheim waren es 1-2, die haben schon lange gespielt, aber wirklich höher hattest du nie wirklich welche dabei. Hier hast du jemanden wie Pu, der dich antreibt, der dir sagt, was du machen musst, der die Spieler beruhigt. Dietersheim hast du auch deine Leute dabei, nicht mit so einer Erfahrung. Schon klar. Hat so ein Marius Trippel gefehlt heute? Marius Trippel hat er gefehlt mit seiner Präsenz, mit seinem... Ich muss sagen, der Kuba hat es gut gemacht, aber klar, ja, fehlt er irgendwo auch. Durch die Verletzung, ne? Durch Verletzung. Er macht das Spiel auch nochmal ruhig, die Erfahrung, die er hat. Das ist natürlich so einer fehlt schon. Für dich eine Umstellung, weil du bist sehr gut, ein guter Spieler, Techniker, du bist dynamisch. Dann nimmt man mal heute so eine Niederlage, klar, ärgert sein, auch klar. Aber jetzt nicht so ärgern, dass man sagt, oje, oje, jetzt kommen Strudeln. Ja, ich sag, für mich ist ja auch komisch, jetzt wo ich mal links hinten spiele, ist was ganz Neues für mich. Ich habe vielleicht 1-2 Mal gespielt, das erstmal reinzubekommen. Was ist deine Idealposition, wo du ideal... Ich bin so offensiv, links mit Mittelfeld. Gut, aber so, ich glaube, wenn die Mannschaft dann wieder mit Marius, mit Gianni, dann rückst du einen Schritt weit nach vorne. Ne? Mal gucken, wie es halt im Training aussieht, wer die Leistung zeigt, der mitspielt. Das ist die Sache halt. Es gibt ja genug gute Leute auf den Außen. Ich muss mich durchsetzen, dafür bin ich da. Ich habe Lust, ich will mich zeigen, ich will spielen. Gut, schaut euch die Videos eigentlich an, so sieht man mal in den Videos mal, dass man, wenn ich vielleicht einen Schritt machen muss, man muss auch die positiven Sachen mitnehmen. Ja, das habe ich gut gemacht, deswegen mache ich es ja. Einfach mal zu sagen, komm, ich stell's euch ins Netz. Das habe ich bis jetzt noch nie gesehen, klar, nur bei den Höherklassigen. Jetzt umso mehr freut mich es, wenn ich also Videos sehe, wenn ich das gut gemacht habe. Das pusht mich auch selber. Was nimmst du da mit aus solchen? Aus solchen Videos? Ja, die Fehler, die ich gemacht habe, die so auszuschalten und was ich gut gemacht habe, ja, das habe ich einfach gut gemacht. Dann schau weiter an und wir gehen unsere Wege. Jawohl. Alles Gute dann. Dankeschön. Danke.